Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Weiter geht's mit Jack und Jill. Hallo Saga. Willkommen in Jarlaheim. Südjorviks ganzer Stolz und die Lieblingsstadt der ganzen Welt. Was kann ich heute für dich tun, Saga? Du möchtest Hermann treffen? Ach so. Typisch. Das ist das Einzige, womit ich dir heute nicht helfen kann. Hermann ist weg. Einfach verschwunden. Jetzt, wo ich ihn am meisten brauche, da fährt er einfach in den Urlaub. Weißt du, was das für mich bedeutet? Warum ich Hermann brauche? Also, ich bin der Bürgermeister von Jarlaheim. Eine riesige Verantwortung also. Warum ich? Niemand anderes wollte. Und da hat Hermann mich gefragt. Toll, dachte ich. Da werde ich sicher zu schicken Abendessen eingeladen und so weiter. Es ist aber gar nicht so toll. Jeden Tag ein Papierkrieg auf dem Schreibtisch. Und alles ist so langweilig. Ich habe mich bei Hermann beschwert. Doch der sagte mir nur, dass ich stolz sein sollte und den Bürgern ein Vorbild sein soll. Verantwortung? Vorbild? Pfui. Du hörst ja, wie langweilig das ist. Ich versuche Hermann seit Ewigkeiten zu erreichen, um diesen Posten wieder abgeben zu können. Aber es klappt einfach nicht, weil er im Urlaub ist. Ich sitze einfach fest. Ich kann einfach nicht mehr. Sowas kann man mit mir nicht machen. Mach die Ohren auf. Jetzt erzähle ich dir von meinem Plan. Ich werde mein Amt niederlegen. Jemand anderes darf übernehmen. Ha! Was? Was wolltest du sagen? Ach, zum Jorvik-Stall. Ich kenne Johanna. Sie arbeitet im Jorvik-Stall. Wenn du mir mit meinem Problem hilfst, kann ich sie anrufen. Möglicherweise kann sie dir helfen, Hermann zu finden. Abgemacht? Gut. Verteile diese Wahlzettel in der Stadt für die Neuwahlen. Du kannst dir natürlich auch die Stadt anschauen. Wir sehen uns. So, dann verteilen wir mal Zettel. Das Portal zur Galoppiererfestung nice gemacht. Gefällt mir. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass es da oben ist bei der Teufelsschlucht. Nice. Wasser ist grün. Hat alles geklappt? Toll. Es wird Zeit, mit dem nächsten Teil des Plans zu beginnen. Wir brauchen neue Kandidaten für diesen Job. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, aber niemand hatte wirklich Interesse. Wenn du sie allerdings fragst, dann können sie ja nur ja sagen. Ich hätte sie fragen sollen, ob sie überhaupt mitmachen wollen, bevor ich die Stimmzettel austeile. Immer diese Regeln. Ich kann es einfach nicht ertragen. Okay, die erste Person, die zur Wahl stehen sollte, ist Dorit Jarlason von der Koppelinsel, das Oberhaupt der Familie Jarlason. Sie war schon immer sehr ruhig und hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie ist sehr an der Geschichte der Erntefeldprovinz interessiert und tut alles für die Stadt. Kurz gefasst, sie ist super langweilig, trockener als die Sahara
und total perfekt für den Job. Wenn nur meine Mutter nicht einfach verschwunden wäre. Meine Mama? Ja, Evelyn Goldspur, die eigentliche Bürgermeisterin. Vor einigen Monaten ist sie einfach verschwunden und niemand hat seitdem von ihr gehört. Alle haben sie gesucht, aber sie bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Darüber sprechen wir aber lieber an einem anderen Tag. Reite zu Dorit auf der Koppelinsel und sprich mit ihr. Frag sie nett und drück die Daumen, dass sie ja sagt, Saga. Zum Bürgermeister kandidieren? Ich habe Jack schon gesagt, dass ich nicht will. Du darfst Jack mitteilen, dass ich nicht kandidieren werde. In letzter Zeit ist so viel passiert und es gibt so viel zu tun. Das mit Evelyn ist eine Schande. Sie war eine tolle Bürgermeisterin. An einem Tag ist alles in Ordnung und am nächsten ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Was passiert ist? Ich weiß nur, dass sie bei der Einweihung der neuen Grube der GED oben in den Bergen dabei sein sollte. Und dass sie von dort nie zurückgekehrt ist. Laut Frau Drake ist sie nie dort angekommen. Mehr weiß ich leider auch nicht, aber du kannst ja jemand anderen fragen. Nein, also Jack muss wirklich einen anderen Bewohner fragen. Uff, Dorit will also nicht kandidieren? Typisch. Als nächstes könnte mein Vater, Jakob Goldspur, ein guter Kandidat sein. Er wäre sicher ein guter Bürgermeister. Er ist schlau und damals meiner Mutter immer geholfen, als sie noch Bürgermeisterin war. Frage meinen Vater, ob er nicht kandidieren will. Er hat zwar schon hunderte Male Nein gesagt, doch wenn du ihn fragst, wird er nicht mehr Nein sagen können. Er muss es einfach tun. Ich wäre nie Bürgermeister geworden, wenn er es mir nicht gesagt hätte. Immer mache ich, was meine Eltern mir sagen. Viel Erfolg, Saga. Ich drücke dir die Daumen. Ich habe Jack schon hunderte Male gesagt, dass ich nicht kandidieren will. Kann Jack das denn nicht machen? Ich habe doch schon hunderte Male gesagt, dass ich nicht Bürgermeister werden will. Es würde zu sehr wehtun, den Job meiner geliebten, verschwundenen Frau zu übernehmen. Was passiert ist? Weißt du das denn nicht? Stimmt, du warst ja gar nicht hier. Meine Frau Evelyn Goldspur war Bürgermeisterin von Jarlaheim. Sie hat es geschafft, die Stadt zum Blühen zu bringen, und alle haben sie gemocht. Dann war sie plötzlich einfach weg. Ich hatte sie am Morgen noch verabschiedet. Sie sollte zur Eröffnung einer neuen Grube der GED. Angeblich sei sie aber nie dort aufgetaucht, und niemand hat sie seitdem gesehen. Was ich glaube? Ich weiß nicht. Es ist so komisch, dass es keinerlei Spur gibt. Niemand hat sie gesehen, seit sie das Haus verlassen hat. Ich bin mir sicher, dass sie noch am Leben ist. Sag meinem Sohn, dass er einen anderen fragen muss. Uff, der Vater will nicht. Typisch. Wenn Mutter nur hier wäre. Saga, sie wüsste genau, was man in so einer Situation machen muss. Okay, sprich mit Philip Sunfield. Er ist so alt wie ich und sehr gebildet. Und langweilig. Ihn würden sie hier in der Stadt sicher mögen. Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Also dachte ich, dass es keinen Sinn machen würde, ihn selber zu fragen. Dich hingegen wird er sicher ernst nehmen. Ein Versuch ist es wert, oder? Frage Philip Sunfield, ob er Bürgermeister werden will. Viel Glück und so weiter.
Hallo, wer bist du denn? Saga, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Philipp und betreibe die Sunfield Farm mit meiner Familie. Ob ich Bürgermeister werden will? Nein, Saga, ich kann nicht Bürgermeister werden. Evelyn war eine tolle Freundin und ich weiß, dass sie noch lebt. Wenn jemand ihren Posten übernehmen würde, dann wäre das, als würde man sie für tot erklären. Ich kann das auf keinen Fall machen. Was passiert ist? Ich weiß nicht, sie war bei einem Mittagessen und alles schien normal. Sie sollte zur Einweihung der neuen Grube der GED. Und sie hatte gesagt, dass sie sich nicht gerade darauf freue. Sie und Frau Drake von der GED mögen sich eigentlich nicht, aber dem Wohle der Stadt zuliebe wollte sie trotzdem gehen. Saga, leider musst du Jack sagen, dass er einen anderen fragen muss. Uff, Philipp will also nicht Bürgermeister werden. Typisch. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.